Jetzt erstmal nochmal ein Musikbeitrag. André, wen hättest du am liebsten? Ja, bist du fit? Na gut, sehr geil. Dann haben wir mal was Lockeres für zwischendurch. Schön Hip-Hop aus dem Herzen, aus den jungen Menschen heraus. Der kommt sofort für euch. Erst kommt nochmal der Herr Tim Wille zu mir von Zeitgeist, kann man sagen. Ja. Also ist. Ja, ich würde ihn einfach auch hier, wie dritten Ruf steht, Zukunftsarchitekten nennen. Ihr kennt ihn sicher schon, er macht sehr schön, sehr fleißig. Mit unseren Kumpels, die heute mehr so privat da drüben sitzen, macht er sonst immer, wenn wir nicht so gejetlaggt sind vom Samstag wie heute, wenn wir größere Veranstaltungen machen, immer am Potzi oder hier dann die kreative Ecke, sag mal, wo ein bisschen Stencils und Shirts und Beutel besprüht werden können mit guten Ideen und Memen und Informationen. Und genau, hier ist der Tim, der stellt sich einfach mal selber kurz vor. Viel Spaß. Ja, ich stelle mich kurz vor. Also ja, Tim, mein Name ist gar nicht so wichtig. Ich bin in ganz vielen Bewegungen aktiv und da kriegt man natürlich auch sehr viel mit. Und ich finde es schön, was du angesprochen hast gerade. Wir sind bei Schritt 2. Wir konzentrieren uns jetzt also auf die Dinge, die man machen kann, wo man nicht mehr nur redet, wo man auch was tut. Und in diesem Sinne, weil wir eben heute leider keine Kreativecke hier machen können oder generell das hier am Brandenburger Tor schwierig ist, haben wir uns schon was Neues überlegt. Wir gründen jetzt also eine Gesprächsgruppe zum Thema Was tun? Dort drüben eröffnet. Wer mitmachen möchte, ist herzlich willkommen. Ich freue mich auf euch. Ja? Ciao. Oh, wie geil. Hier, bitte mal alle abspeichern, anlecken, ins Album kleben. So macht man das. Kurz, bündig und los geht's mit der konkreten Umsetzung der Idee. Da hinten beim Kai, der lustige Typ, der mit den Keulen da schwingt, da sind sie. Und die sind wirklich sehr gut, die Jungs und Mädels, weil sie sehr kurzwegig und sehr zielorientiert sind. Aber das ist auch nur eine Privatmeinung hier am Rande, genau. Sehr schön. Ja, danke Tim. Danke euch. Und jetzt kommen wir zur Musik, zum jungen Hip-Hop aus dem Herzen der Bewegung, aus dem Herzen dieses jungen Mannes, der sich selber vorstellt. Viel Spaß! Ja, schönen guten Abend Berlin, mein Name ist Benza, vielleicht kennen mich schon einige, vielleicht nicht. Ich war schon am 26. Mai hier, am Samstag auf der bundesweiten Mahnwache, einmal kurz dran, ne? Ganz spät. Ja, und jetzt auch mal wieder mit einem Track erstmal vertreten, eventuell mache ich später auch noch zwei andere. Ich würde sagen, wir können einfach mal anfangen, oder? Ja. Sie sprechen. Ich kann nicht. Sie müssen. Das ist unsere einzige Hoffnung. Das ist der Einzige. Auseinandersetzung mit dem Wandel der Zeit. Ein Teil der kritischen Masse, die heute den Mangel vertreibt. Welchen die Wegwerfgesellschaft kaum realisiert. Den falschen Schein immer bewertet. In Form regulieren, konsumieren, Urlaub nehmen. Ihr System weiter dienen. Immer hinterfragen, so für ihr Ego sein Missil. Irgendwann kommt der Tag und es ist soweit. Die Geschichte lehrt, dass Sicherheit nicht fristlos bleibt. Viele Arten von Gesellschaften sind zerfallen. Einige wurden vergiftet, andere versklavt, doch schnallen. Die Menschen hält so langsam nicht, dann dauert's nicht mehr lang. Der falsche sitzt am Kopf und dann macht es nur noch warm. Neue Technologie lässt sich tragisch einsetzen. Wer weiß, was schon unsere Pläne im Geheimlabor denken. Denn kriminelle Konzerne können noch immer existieren. Während Menschen, die es besser machen wollen, alles riskieren. Es ist der Geist der Zeit, welcher die Menschen entscheidet, was uns nach vorne treibt. Die Dinge werden nicht so bleiben, wie sie sind. Alles kann, gar nichts muss, aber wann nimmt der Frust endlich ab? Es ist der Geist der Zeit, welcher die Menschen verwirrt, der es nach vorne schreit. Das Leben hat noch viel zu bieten, also passt gut drauf auf, denn mit Hass und dem Bauch läuft es falsch. Auf dieser Welt ist Platz genug für jeden, und der Erde ist reich genug, ihn jeden von uns satt zu machen. Das Leben kann ja so erfreulich und wunderbar sein. Doch, Thomas. Wir funktionieren wie ein Puzzle, Bilder prägen sich ein. Immer mehr Informationen, anders zu leben gedeihen. Die Menschen werden skeptisch, wenn sie an Politiker denken. Weil sie bemerken, dass sie nicht vertreten werden, sie schenken. Einem immer nur den Glaube, alles wäre in Ordnung. Doch schau dir mal die Welt an, denke immer Gott. Und schnell wirst du bemerken, irgendetwas stimmt nicht. Menschen töten Menschen, mit welchem Recht los nimmt sich irgendjemand eine Knarre in die Hand. Kleiner Mann, ey, bist du krank? Es ist fehlender Verstand und ihr habt ihn nicht erkannt. Doch Bewusstsein kostet Zeit. Jahrelange Massenmanipulationen, sei es irgendwelche Nachrichten gibt, nach denen du dich richtest. Manche nennen mich arrogant, aber für mich ist es mehr als klar, dass hier etwas gewaltig falsch läuft. Als ich bin hier geschunden, während allgemein Krieg, so ist es der Geist der Zeit, welcher am Ende entscheidet, was uns nach vorne treibt. Die Dinge werden nicht so bleiben, wie sie sind, alles kann, gar nichts muss, aber wann nimmt der Frust endlich ab? Es ist der Geist.
passt gut drauf auf, denn mit Hass zu dem Bau wird es falsch. Ja, danke sehr. Ich muss dazu auch noch anmerken, dieses Lied ist erst in der letzten Woche entstanden, deswegen bin ich da auch noch nicht so ganz textsicher. Ich bin jetzt auch wegen der Mahnwache sehr viel unterwegs, war auf der Friedenswerkstatt in Frankfurt gute zwei Wochen schon am Stück und bin da auch im Zelt am Übernachten, deswegen auch nicht so ganz stark. Ich war auch heute Abend, wenn ich jetzt hier von der Mahnwache zurückfahre zum Berliner Zoobahnhof, nach Gelsenkirchen und dann mache ich erstmal Urlaub. Dankeschön, Benza, sehr schön. Ich glaube, es hat dem Publikum hier sehr gut gefallen. Und gute Heimreise und sehr wichtiger Nebenhinweis, den du da jemals Urlaub, genau. Urlaub ist auch mal sehr gesund, ne? Leute, nur so als kleiner Augenzwinkerer nebenbei. Man kann immer auch gerne mal Urlaub machen, weil wir sind ja 7 Milliarden. Da fehlt keiner, wenn er mal eine Woche Luft holt und oder mal 2 Wochen an See fährt oder so. Sondern wir sind ja viele und das läuft. Und jetzt